Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Claudia und ich freue mich, dass du mit dabei bist bei den neuen Sternzeichenlegungen. In diesem Video geht es um Skorpion. Das heißt, wenn du die Sonne, den Mond, den Aszendent im Skorpion hast, bist du hier genau richtig. Schaust du für andere zu, bist du natürlich genauso richtig. Also auf jeden Fall herzlich willkommen. Und ja, in diesem Video geht es darum, dass ich die Februar-Tendenzen und Impulse mal hier für die Skorpione ziehe. Und ich bin natürlich wie immer super gespannt. Alle Kartendecks habe ich wie immer auch unten in der Videobeschreibung. Und eine Sache ist noch zu sagen, nämlich, dass diese Videos kürzer sind als die, die ich früher gemacht habe, früher, letztes Jahr. Ja, du hast aber natürlich jederzeit die Möglichkeit, in der Videobeschreibung ist auch meine E-Mail-Adresse. Schreib mich gerne an, wenn du eine persönliche Legung möchtest. Ich arbeite auch als Numerologin, das heißt, ich nutze dann auch diese Tools, Numerologie, auch einen Schuss Astrologie und Human Design. Und das sind tolle Werkzeuge, um einem wirklich weiterhelfen zu können, also um den Menschen, die das möchten. Ja, schreib mich an, was du möchtest und dann finden wir auch einen Termin. Okay, also dann würde ich sagen, legen wir los. Dieses Deck lege ich noch kurz ein bisschen mal Seite, weil ich möchte für die Skorpione für den Februar 2024 hier eine Signifikatorkarte haben. Etwas, worum es in dem Monat geht. Februar 2024, Skorpion, Sonne, Mond, Uppsala, Aszendent. Da haben wir die Hohepriesterin. Das passt ja sehr schön. Skorpione sind ja eh sehr tiefgründig und die Hohepriesterin sagt Intuition. Es geht also im Monat Februar um deine Intuition. Und das ist ein sehr schöner Start. Ich bin gespannt, was hier so passiert. Okay, also die Intuition. Also letztlich geht es natürlich immer darum, aus dem Kopf raus, rein ins Herz. Was ist der nächste Schritt? Wie ist dein Weg? Was kommt jetzt als nächstes? Was kann bleiben? Was darf weg? Skorpionenergie haben wir natürlich auch mit dem Pluto letzten Endes. Der Pluto ist der neue Regent oder der moderne Regent des Sternzeichens Skorpions und Skorpion ohne S. Ja, und Pluto ist gerade im Wassermann. Und Wassermann heißt Revolution. Und der Pluto möchte ganz viel revolutionieren und möchte wirklich in der Tiefe halt alles hervorbringen, hervorholen, was da letztendlich nicht mehr dienlich ist, alle Dinge ans Tageslicht bringen. Ja, die jetzt einfach schlicht und ergreifend in Zeiten des Wandels, in dem wir uns befinden, einfach sich erledigt haben, erfüllt haben und sich, ja, und dann auch transformieren dürfen. So, schau mal, Februar 2024, Sonne, Mond, Aszendent, Skorpion. Die erste Karte, die zweite, die dritte und die vierte und eine fünfte. So, am unteren Kartenrand gucke ich, wenn ich diese Karten alle durch habe. Dazu zu sagen ist, solltest du das Widder-Video gesehen haben bereits, wirst du vielleicht bemerkt haben, dass ich vergessen habe, unter den Stapel zu gucken. Tüdel, ist mir einfach entfleucht und im Nachgang vielleicht einfach auch, vielleicht war die Karte nicht wirklich, ja, wichtig. Vielleicht hätte ich sonst den Impuls gehabt. Gehe ich davon aus. Also, okay. Also in diesem Fall, ich glaube nicht, dass ich es jetzt vergesse, aber schauen wir mal. Wir haben hier die fünf Stäbe. Wir haben hier die Welt. Dann haben wir als nächstes das Ass der Kelche. Ace of Stars. Dann haben wir nochmal die Hohepriesterin. Wow, diesmal, das hatte ich noch gar nicht in den Legungen jetzt. Die doppelte Karte. Sehr spannend. Und den König der Stäbe. Wow. Ja, sehr kraftvoll. Im Prinzip fast nicht anders zu erwarten von Skorpion. Wie gesagt, hier gucke ich gleich drunter. Also, wenn wir hier über Intuition reden, reden wir natürlich auch über Erkenntnisse und Einsichten und ja, plötzlich, dass plötzlich Dinge anders gedacht werden, gefühlt werden und so weiter. Und das kann natürlich dazu führen, dass im Außen
irgendwie das nicht mehr so passt und dass die Menschen, mit denen man dann zu tun hat, ob das jetzt Freunde sind, Familie sind, der Partner ist oder auch die Kollegen und so weiter, dass das nicht so ganz im Einklang mehr ist. Es kann sein, dass du intuitiv jetzt mittlerweile wirklich erkennst, dieses Konkurrenzding, dieses ich muss der Schönste, Beste, Tollste sein, hat sich erledigt. Die Welt sagt, da ist ein Kreislauf vollendet. Also das finde ich mega spannend, dass genau dies hier gerade in der Mitte liegt, sozusagen von den beiden, obwohl das ja, die ist ja ein bisschen außen vor. Und dennoch geht es darum, dass hier, es geht um Intuition, es geht um das nach innen gerichtete, wir haben es ja hier doppelt liegen. Und die Geschichte, die sich hier mir offenbart, ist im Grunde genommen, dass die Intuition für dich in diesem Monat auch so wichtig ist, wie nur was wichtig sein kann, dass du wirklich ganz, ganz intensive, starke und eindeutige, klare Erkenntnisse hast, dass du fühlst, dass etwas nicht mehr stimmt, dass etwas neu werden darf, dass etwas sich erfüllt hat, dass etwas auch dann gehen darf. Also wie gesagt, zum Beispiel Konkurrenzneid, Konkurrenz, dieser Druck, den man so hat. Vielleicht sagst du, nee, also das ist, so stelle ich mir mein Leben nicht vor. Ich möchte frei sein, ich möchte meine Visionen verwirklichen. Pluto im Wassermann bedeutet auch Visionen, nicht nur haben, sondern auch umsetzen. Und es kann sein, dass sich hier für dich, das ist so wie die alte Welt. Ich muss immer so, ich habe so ein Bild von so einem Büro im Kopf, wo da ganz viel Druck ist, weil da Dinge rechtzeitig erledigt werden müssen. Man hat wirklich, ne, man hat diese sogenannten Deadlines. Ist auch ein tolles Wort, ne? Deadlines, dann hat man ein bestimmtes Pensum zu erledigen und wenn man das nicht schafft, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann sägt ein anderer am Stuhl und so weiter. Also dieses ganze anstrengende Hässel und Gedässel, oh, das ist irgendwie, nee. Also ich muss auch sagen, ich habe da auch keine Lust mehr zu. Kommt für mich nicht mehr in Frage. Und das scheint hier wirklich zu einem Abschluss zu kommen. Es hat sich erledigt. Und was kommt stattdessen? Das nächste ist, wenn hier ein Abschluss ist, wenn hier wirklich ein Kreislauf sich vollendet hat, dann kommt hier das Ass der Kelche und das ist so großartig, als wenn die fünf der Stäbe, dieses ganze alte Weltding, das hat sich erledigt und jetzt kommt deine wahre Qualität zum Vorschein, nämlich dein dir innewohnendes Potenzial zur wahren und absoluten glückseligen Erfüllung zu kommen. Das Ass der Kelche ist eines der schönsten Karten überhaupt. Es ist die Glückskarte im Tarot. Es ist wirklich großes Kino. Und die noch on top die Nachricht ist, die liegt auch noch von diesen fünf Karten hier mittig. Also es ist wie so ein Zentrum. Und so, und wie nutzt du dein Potenzial, indem du hier wirklich dich auf deine innere Stimme hörst? Deswegen, das ist so genial. Oh, ich kriege Gänsehaut. Es geht wirklich um diesen Ast der Kelche. Es geht um dieses Ast der Kelche. Es geht um die wahre Erfüllung. Das ist nicht die wahre Erfüllung. Das ist hier, das Potenzial ist schon mal da. Das Potenzial liegt in dir. Asse sind Potenziale, die in uns liegen, die entdeckt und entfaltet werden möchten, die sich nicht aufdrängen. Das heißt, du musst schon ganz aktiv selber dich dafür entscheiden, dieses Potenzial aktivieren zu wollen. Und zu sagen, okay, das ist jetzt mein zukünftiges, das ist mein Weg, so möchte ich leben. Wahre Erfüllung. Und dann gehst du nach innen und die Intuition sagt dir, was der nächste Schritt ist. Und dann haben wir hier mit dem König der Stäbe unter Umständen auch einen Unternehmer liegen. Ich habe ja vom Büro gesprochen. Also du wirst vielleicht vom Angestellten zum Chef. Und zwar ein Chef, der das tut, wofür er wirklich brennt, was er wirklich möchte, weil die Erfüllung steht im Vordergrund. Und der König der Stäbe ist ein Feuerelement. Das heißt, wir haben hier Widder, Löwe, Schütze Energie noch zusätzlich. Das ist eine Antriebskraft. Das kann sein, dass du auch wirklich sagst, nee, also dieses krampfige, diese Energie, diese Aggressivität, wie die bei so einem Krampf vielleicht auch mal entsteht, so eine gewisse Wut, diese Aggressivität, diese Wut, die nutze ich jetzt für mich, um vorwärts zu kommen. Also als Antrieb nutzen und wirklich dich da raus. Vielleicht ist das auch so dramatisch für den einen oder anderen mit den fünf Stäben, dass es wirklich wie eine unhaltbare Situation erscheint, die aber dann auch wiederum dir dient, damit du erkennst, was dein wahres
Bedürfnis ist, was deine wahre Sehnsucht ist, was dein wahrer Herzenswunsch ist, was du wirklich auf diese Welt bringen möchtest. Und deswegen ist hier der doppelte Hinweis auf die Hohepriesterin, auf die Intuition großartig und für Skorpione perfekt, würde ich mal so sagen. Und es kann auch sein, natürlich, dass es ist deine Energie hier, dass du letztendlich dich entscheidest, Chef sein zu wollen von deinem eigenen Business. Es kann aber auch sein, dass du mit jemandem zusammenkommst, der bereits Chef ist und mit dem du zusammen auch deine Visionen verwirklichen kannst. Dass er dann sozusagen als Person noch auftritt. Aber ich glaube, es ist deine Energie. Ich tendiere tatsächlich in meinen Legungen immer dazu, dass ich von dir ausgehe. Es ist deine Energie, es ist dann das, was bei dir letztendlich alles am Werden und am Machen und am Tun ist. Und trotzdem kann es natürlich sein, es ist deine Energie und dass du trotzdem zusätzlich auch noch jemanden triffst, der diese Qualitäten mitbringt. Also König der Stäbe ist ein sehr, ist eine sehr starke Persönlichkeit, sehr starker König, sehr kraftvoll, wie gesagt, sehr charismatisch. Und Skorpione haben ja auch dieses Charisma eigentlich mit im Gepäck. Also ich finde, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Und am unteren Kartenrand haben wir die 10 Stäbe. Ach, guck mal, das passt doch. Als Signifikator haben wir die Hohepriesterin. Das heißt, die Intuition. Schau nach innen. Hör auf deine Intuition. Hör auf dein wahres Selbst, auf die Seele, auf ein höheres Selbst, auf dein Bauch. So, warum? Das kann sein, dass diese innere Stimme so laut wird, weil sie auch doppelt liegt, um dir aufzuzeigen, was hier zu viel ist. Die 10 Stäbe ist eine Karte von zu viel. Möglicherweise hast du die zu viel aufgeladen. Du musst wirklich zu viel arbeiten. Du musst zu viel erledigen. Deine Familie fordert zu viel von dir. Und du merkst richtig, wie das für dich etwas ist, was nicht mehr tragbar ist. Und da haben wir die 10 Stäbe. Und wenn wir nicht zusammenbrechen wollen und nicht im Burnout landen wollen, dann sollten wir vorsichtshalber mal vorher ein paar von den hier sind es Kristalle, aber von den Stäben echt mal ablegen und sagen, Moment mal, ich bin mir ein bisschen mehr wert, als hier der Muli für alle zu sein und zu machen und zu tun. Also hier mich irgendwelchen komischen Geschichten auszusetzen. Das kann natürlich, ich hatte ja vorhin das Beispiel mit dem Büro, es kann natürlich auch wirklich diese Freundschaftsgeschichte sein, dass da Gerangel ist mit den Freunden, dass die plötzlich merken, nee, das ist halt einfach nicht das, was du, dass du nicht mehr so tickst, wie sie es gerne hätten, so, weil du dich daraus entwickelst. Familie, genau dasselbe Thema. Also auf jeden Fall, hier ist etwas zu viel, was wirklich auch jetzt deutlich, deutlich angeschaut werden darf. Und weil es sich nämlich erledigt hat. Es ist vorbei. Vielleicht merkst du auch, da ist die Luft raus und das geht so einfach nicht mehr weiter. Das finde ich gerade mal richtig schick übrigens. So, jetzt möchte ich hier mit dem nächsten Deck mal schauen, was haben wir denn hier für die Skorpione im Februar? Sonne, Mond, Aszendent für Tendenzen und Impulse. Eine Botschaft bitte. Die macht sich doch schon bemerkbar hier unten. Make your life more interesting. Auch eine Karte, die ich schon mal hatte hier in den Legungen. Die 29 übrigens, das ist ja die 29. Karte hier. Die 29 numerologisch steht sie für das Labyrinth. Das heißt, dass man sich da ein bisschen, ein bisschen verwirrt, ein bisschen verirrt und verirrt hat. Und möglicherweise hast du dich wirklich in bestimmten Dingen verirrt. Du hast einfach gemacht, hast funktioniert und so weiter. Und jetzt geht es darum, dein Leben wirklich interessanter zu gestalten und auch mal das Unerwartete zu entdecken und zu erforschen. Also mal neugierig zu sein auf Veränderung, auf was Neues, auf wirklich alte Muster hinter sich lassen und so weiter. Das ist wirklich langweilig, dieses alte Gedöns. Ne? Das hält uns im Hamsterrad fest, das will ja auch keiner. Okay, make your life more interesting, explore the unexpected. Also mach dein Leben ein bisschen interessanter, vielleicht alleine schon, fang vielleicht schon an, indem du nicht mehr links rum gehst morgens zur Arbeit, sondern rechts rum oder grundsätzlich einen anderen Weg nimmst oder einfach mal nach Feierabend, wenn das denn so sein sollte oder Feierabend im Sinne von auch für die Familie alles getan, im Job alles getan oder so und einfach mal sagen, so jetzt fahre ich nicht nach Hause und setze mich vor die Glotze, sondern der Fernseher bleibt definitiv mal aus.
Und ich weiß, dass viele von euch gar keinen mehr haben, was ich übrigens sehr schön finde. Ich habe nämlich auch keinen, brauche ich nicht. Aber dass du wirklich dann irgendwas anderes tust. Vielleicht gehst du in die Sauna, vielleicht gehst du schwimmen, vielleicht ja, kochst du was Schönes mit deinem Partner zusammen oder mit Freunden zusammen. Auch in der Woche, muss ja nicht immer nur am Wochenende sein. Einfach sich immer eine Auszeit nehmen, in die Sauna gehen. Egal was, tu dir Gutes, mach dein Leben ein bisschen interessanter, dass du dich auch wohler da drin fühlst. Vielleicht hast du eh schon deine Rituale, vielleicht meditierst du regelmäßig, das ist auch möglich. Und ja, aber vielleicht meditierst du dann mal an einem anderen Ort, das ist auch möglich. Und ja, schauen wir mal, was wir hier noch für eine Botschaft bekommen für die Skorpione, Sonne, Mond, Aszendent. Da haben wir das fünfte Haus, Affair. Oha. Ja, also da kommt mir sofort bei der 5 auch in den Werde dir selber untreu, was sehr gut passt zu dem Make your life more interesting. Also werde, das ist die der ja, Affair. Okay, das heißt hier Venus, Löwe, fünftes Haus. Und es geht natürlich nicht darum, dass ich dich jetzt ermuntern möchte, dass du jetzt irgendwie deinem Partner untreu wirst oder eine Affäre mit irgendetwas beginnst, sondern dass es im Grunde genommen darum geht, dir selbst wirklich untreu zu werden und mal vielleicht ein bisschen Moral über Bord werfen und ja, was Verrücktes tun. Vielleicht schickst du nicht dein Kind ins Bällebad, sondern gehst selber rein. Also solche Dinge, weißt du, irgendwas, was mal aus der Reihe tanzen, was anderes tun und es natürlich mit Liebe tun. Das ist ganz wichtig, mit Liebe tun. Und die 5 steht auch fürs Risiko. Sei vielleicht mal ein bisschen ja, risikofreudig. Das heißt nicht, dass du ins Casino gehen sollst und alles Geld auf den Kopf hauen sollst, aber warum auch nicht? Geh auch ins Casino und sag, okay, dann setze ich halt mal ein bisschen Geld ein und hab da ein bisschen Spaß. Wer weiß, vielleicht gewinnst du ja. Also es, ne, es geht halt im Prinzip darum, Dinge mal anders zu tun, damit das Leben auch ein bisschen bunter und ein bisschen lustiger wieder wird und man das Ganze ein bisschen mehr genießt. Und es ist ja immer die eigene Entscheidung, was man mit seinem Leben anfängt und auch mit seinen Gedanken. Ne, bin ich destruktiv und negativ in meinen Gedanken? Ist das ein Spiegel meiner Überzeugungen? Vielleicht sollte ich da mal dran arbeiten, weil so macht das ja auch keinen Spaß. Aber ich bin hier guter Dinge, weil ich glaube wirklich für dich, weil die Welt hier eben auch liegt. Es hat sich wirklich etwas erledigt. Zweimal die Hohepriesterin und das Ass der Kelche. Ich meine, hallo. Und so viel Power und Kraft hier vom König der Stäbe. Da geht was. Also, ich würde sagen, das ist doch für die Skorpione hier ein guter Monat. Ja, sehr nach innen gerichtet, obwohl der König der Stäbe auch ein wirklich nach außen gerichteter König ist, weil es natürlich ein Feuerzeichen ist. Aber trotzdem ist das Feuer in ihm und brennt und das ist richtig schön. Schöne Energie, wie ich finde. Upsala. Ja, jetzt zeigt sich hier schon, während ich mische, ach Gott, wie süß, der Grashüpfer. Grasshopper Spirit, take a leap of faith. Jetzt gehe ich noch mal in das Büchlein rein. Wir haben hier die Nummer 30 übrigens, die 30. Die 3 ist auch numerologisch eine Zahl der Kreativität, der Spontanität, der Lebensfreude, der Vitalität. Und auch noch mal hier sehr schön passend in der Reihe. Die 0 verstärkt das Ganze auch noch. Also insofern geht es auch vielleicht mal darum, ein bisschen auf den Tisch zu hauen, weil die 3 steht auch für Wort und Schrift. Und vielleicht ist es jetzt wirklich auch mal an der Zeit, ganz klar auszusprechen, was du wirklich möchtest. Mal auf den Tisch zu hauen, zum Beispiel zu sagen, hey, so geht das nicht mehr. Das ist alles Qualität der 3. So, Grashüpfer, wo haben wir dich denn? Nee, der heißt hier Heuschrecke, glaube ich. Ja, hier heißt er Heuschrecke, genau. Eine Heuschrecke. So, tu einen Sprung des Glaubens. Take a leap of faith. Die 5 steht auch für den Glauben, für die Überzeugung, das an sich selbst glauben. Ne, das ist auch ganz wichtig. Und es ist das fünfte Haus Löwe, womit ich dann hier natürlich auch wieder bei dem König der Stäbe wäre, was mir gerade eben erst auffällt. Okay, also die Botschaft des Orakels. Du stehst jetzt davor, einen Sprung auf die nächsthöhere Ebene deines Lebens zu machen und dich auf etwas zuzubewegen, das besser ist als alles, was du dir jemals erträumt hast. Ich kann das nur unterstreichen, unterschreiben, 3 Ausrufezeichen und keine Ahnung, noch ein paar mehr, weil. Zweimal Hohe Priesterin und das Ass der Kelche und die Welt. Also Leute, das ist wirklich mega. Wenn sich der Geist der Heuschrecke zeigt, ist es eine günstige Zeit, um einen Sprung ins Ungewisse zu wagen.
Ja, guck dir die beiden Kollegen hier an. Das ist doch, das passt doch super. Denn er ist ein dem Neuen aufgeschlossener Geist, der fragt, warum nicht? Und an die Kraft des Mitschöpfertums glaubt. Es ist ein Appell an dich, darauf zu vertrauen, dass jetzt die richtige Zeit ist, um dich auf diese Idee, Beziehung oder Situation einzulassen. Geh ein Risiko ein, denn die Fülle in all ihren Formen wird sich dir zeigen. Perfekte Ergänzung, oder? Wunderbare Dinge erwarten dich, wenn der Heuschreckengeist in Erscheinung tritt. Es ist dir nicht bestimmt, rückwärts zu gehen. Also hör auf deine Intuition, statt auf dein furchtsames Ego, das sich jedem Wandel widersetzt und ängstlich an das klammert, was war. Das Glück ist auf deiner Seite. Hüpfe mit Zuversicht in das Kommende, denn der Allgeist hält vieles für dich bereit, wenn du nur diesen Sprung tust. Das ist so eine großartige Nachricht. Ich freue mich so für dich. Wirklich, wirklich, wirklich klasse, weil denn genau diese untere Reihe hier ist nochmal richtig schön bunt und farbenfroh und ja, und ist so zuversichtlich von der Energie her, wie ich finde. Und oben haben wir auch eine ganz, ganz wunderbare Botschaft für den Februar. Also ich würde mal sagen, geht los bei dir und läuft. Ne? Ja. Und damit möchte ich das Ganze jetzt auch hier beenden. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du konntest was mitnehmen. Gerne liken, kommentieren, Kanal abonnieren. Das ist ganz wichtig, damit ich auch weiter diese Videos machen kann. Unterstützt du mich sehr mit. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn wir uns bei einem nächsten Video wiedersehen und sage bis dahin alles Liebe. Namaste.